Programmieren mit Cubetto, die Funktionsleiste. Wir wissen jetzt schon, wie man ein Programm schreibt und wie man den Cubetto mit bestimmten Befehlen in Bewegung setzt. Wir wollen den Cubetto nun einmal über vier Felder im Quadrat fahren lassen, sodass er wieder an seinem Ausgangspunkt ankommt. Los geht's! Grüner Block für einmal vor. Roter Block für Drehung nach rechts. Wieder grüner Block für einmal vor. Roter Block für Drehung nach rechts. Wieder grüner Block für einmal vor. Roter Block für Drehung nach rechts. Einmal vor mit dem grünen Block. Und zum Schluss wieder mit dem roten Block Drehung nach rechts. Weil sich hier immer wieder die gleichen Blöcke wiederholen, ist es ein gutes Beispiel, die Funktionsleiste einzuführen. In die Funktionsleiste ganz rechts auf dem Steuerpult werden alle die Blöcke eingefügt, die wiederholt werden sollen. Die anderen können raus. Jetzt kommt der blaue Funktionsblock ins Spiel, der alle Befehle in der Funktionsleiste abspielt. Der erste Block spielt jetzt einmal vorwärts, Drehung nach rechts. Und nochmal vorwärts und Drehung nach rechts ab. Und weil wir die ganze Sequenz noch einmal brauchen, haben wir einen zweiten Funktionsblock eingefügt, der jetzt die gleiche Funktion noch einmal abspielt. Mit dem Funktionsblock und der Funktionsleiste kann man also Befehlsblöcke sparen, weil man einen blauen Funktionsblock mit bis zu vier verschiedenen Befehlen belegen kann.